Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infestation The News. Heute natürlich wieder mit Nightrunner. Yay! 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 Heute inspizieren wir die andere Seite der Stadt. Hat ja das letzte Mal sehr gut geklappt. Solange wir noch alles Muni hier haben, geht das alles supi. Und solange wir noch gerüstet sind, passt das ja. Genau. Ich habe jetzt hier mal den als Zweitwaffe. Oh, sorry. Wollte den auf den Hintern hauen. Mal hier diesen Polizeitonfa ausgerüstet, das Sekundärwaffe. Okay. Das sieht ganz witzig aus. Ja. Wop, wop, wop. Oh, da ist sogar die außen die gleiche Animation wie Ego. Cool. Mhm. Sehr schön. Ich auch. Ich habe langsam das Gefühl, die Stadt ist gar nicht so groß hier. Nee, glaube ich auch. Ach, guck mal, da kommt ja ein. Ach, willst du den gleich mal verprügeln? Ja, verprügel ich hier mit meinem Tonfa. Komm her! Bratz, bratz, bratz. Polizeigewalt, haha. Legen Sie sich nieder. Ja. Hände ausstrecken. Oh, schau mal, jetzt sind da Sachen in dem Bus drin hier. Aber die kann man alle von außen looten. Eine Jericho 9mm, meine. Die habe ich gerade ausgerüstet. Ah, okay. Echt? Ja, dann kannst du die Munition für die haben. Das wäre ganz schön. Mhm. Die ist nämlich ganz gut. Also die gefällt mir. Geht schön Wumms für so eine kleine Waffe und lässt sich gut handeln. Da spricht der Waffenkenner, ja. Ja, total. Mega Waffenkenner. So. Tja, jetzt ist die Frage. Wo lang? Ich würde gerne irgendwas super Cooles sehen. Ja, ich auch. Vielleicht Richtung Berg da hinten? Was hältst du davon? Ja, ist eine so gute mittendurch? Idee. Warum nicht? Wo kommen wir denn da hin? Da würden wir auch in Richtung des Survival Outposts gehen, wenn wir das machen. Das ist eine gute Idee. Ich denke sogar, das ist ja das Gebirge da hinten, wo der ist. Da können wir lang gehen, ja. Okay. Gute Idee. Perfekt, der Plan steht. Jetzt möchte ich die mal Zombies probieren. Kommen. Ja, ich möchte mal probieren, was passiert, wenn ich so eine Smoke Grenade werfe. Au, oh. Mann, ich hab nicht getroffen, weil du einfach stehen geblieben bist. Sorry. Eine Granate. Warte mal, ich wollte jetzt mal schauen wegen den Granaten. Genau. Jetzt habe ich eine MIG ausgerüstet. Was ist das denn? Ach, M. Ach, das ist M16. Das ist eine M16, ja. Fast. Ist ja fast wie eine MIG. Fast. Kann nur nicht fliegen. Alter, der ist einfach zur Seite gesprungen. Ja, weißt Bescheid. Die kommen auch alle zu dir. Oh, was sollen sie? Bestimmt, weil du gesprintet bist. Was haben wir hier? Riot Shield? Was auch immer das ist. Riot Shield. Riot. Ja, so ein Schutzschild aus hartem Plastik. Achso. Alter. Also das mit den Zielen, das muss ich noch ein bisschen üben hier. Ja. Du schießt auch viel zu früh. Und viel zu schnell. Immer ganz sorgfältig zielen und dann klink. Ich glaube, ich hätte gerne ein Katana. Gibt es hier Katanas? Ich bin so Katana-mäßig gerne unterwegs. Ein Zombie-Apokalypse-Spiel, in dem es kein Katana gibt. Weiß ich nicht. Gibt. Nein. Oh. Ach Gott, alles verschossen und nicht getroffen. Das ist echt traurig. Aber okay. Man tut, was man kann. Man tut, was man kann, genau. G36 Munition. Alter. Finally, G36 Munition. Endlich. Mann, ich denke, jetzt ist irgendwas los. Nein, endlich G36. Nach so langer Zeit. Was ist denn das Besondere daran? Ich mag das einfach, weil ich das ja, als ich bei der Bundeswehr war, auch hatte. Okay. Ich hab das einfach lieben gelernt, das G36. Ja, kann ich durchaus verstehen, dass man sowas gerne aber hat. Aber die Munition, die G36 heißt... warum kann ich die nicht... Er lädt die Munition nicht nach. Gibt's doch nicht. Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden hier. Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, dass die Waffe nicht die entsprechende Fassung hat. Warum habe ich den denn jetzt getroffen? Ich habe doch eigentlich... Ah! Ah! Alter, hör auf damit. Der ist voll gesprungen und so. Und jetzt verballere ich alles, weil ich in den Bauch schieße.
Ganz gefährlich. Ich habe jetzt gerade gesehen, man kann die Waffen auch anders modden, wenn man einfach Rechtsklick macht und dann Set Attachments macht. Kann man das irgendwie auswählen, welche Waffenmods da drauf sollen. Das ist cool. Das ist ja schön. Das ist wirklich cool. Waffenmods, okay. Set da kann man nämlich auch die verschiedenen Munitionstypen in eine Waffe reinladen. Ist überall noch Nonnen. Ja, weil du noch keine hast. Aber warte mal, apropos, weil du noch keine hast. Guck mal, ich lass dir mal ein bisschen was fallen. Ist mal ein bisschen. Wie komme ich denn da wieder raus? Ach, Escape. Escape wahrscheinlich. Hier, ich habe dir hinter dir, habe ich dir mal eine Side gedroppt. Die kannst du da drauf tun. Dann kannst du zumindest mal ein bisschen, zielen. Pack ist voll. Ich muss mal ein bisschen was wegwerfen. Hier, weg damit. Das brauche ich auch nicht. Dann habe ich wieder zwei Platz. Das ist eine komische Waffe. Dann nehme ich das mit. Okay, das kann ich da drauf machen, hast du gesagt. Ja, ich nehme mal den Riot. Ich habe jetzt die AKS-74U. Genau, dann müsstest du... Geh mal einfach dann lieber ins Inventar, rechtsklick drauf. Auf der aha. Ja, hat geklappt. Cool. Ah, yay, yeah, jetzt habe ich so einen Laserpointer. Zumindest sieht das bei mir so aus. Ja, so. Dann kann man doch bestimmt, wenn man die Waffe nicht mehr braucht, das alles auch nochmal auseinanderbauen, oder ja, nicht? Ja, klar. Also nicht einfach wegschmeißen, sondern erstmal gucken, ob man erst irgendwas auseinanderbauen kann. Genau. Jetzt habe ich diesen Shield. Den kann ich jetzt platzieren. Ach, das ist das Schild. Ja. Den kann man aber man kann es nicht mehr abbauen, oder? Nee, danach ist er weg. Aber man kann sie dahinter stellen und durchschießen. Okay. Oh, das ist natürlich sehr toll, wenn die Zombies an der Seite rauskommen. Ja. Ah, ist ein Schraubschraub. Wow, hier sind voll die Items. Krass. Ja. Genau, immer schön. Du hast ja genug Zeit, du musst ja gar nicht hektisch feuern. Kannst ja... Zielen, zack. Und nicht dahin schießen, wo die Gegner sind, sondern dahin schießen, wo sie sein werden. Ja. Ich muss wieder ein bisschen was loswerden erstmal. Kein Platz mehr. Oh, ich höre. Achso, die sind alle bei dir. Da kommen welche zu dir? Zwei Stück? Echt? Ich bin in diesem komischen Haus hier drin, ne? Ja, die kommen alle zu dir. Oh, sollen sie. Ach nee, stehen sie davor. Hallo. Ach, jetzt kommst du zu mir, oder? Jetzt kommt er. Hast du einen Schalldämpfer drauf? Nee. Oder sowas. Das klingt so. Ja, ist aber kein Schalldämpfer. Also behaupte ich jetzt einfach mal, das ist einfach nur so eine... Keine Ahnung, was das ist. Okay. Nicht absichtlich ausgerüstet. 5-7. Ach. Kannst du noch was tragen? Hier ist noch eine Pistole. Ich nehme alles mit. Eine Six Sauer nochmal, sehr gut. Painkillers kann ich auch nicht mehr tragen. Painkiller ist hier auch noch. Nimm alles mit. Hier an der Seite, wo ich bin. Mhm. Ich nehme auch die Helme und so mit. Ich nehme alles mit. Alles muss mitgenommen werden. Ja, auf dem Polizeiauto liegt auch nochmal eine Waffe. So. Auf dem Bus auch. Jetzt gucke ich gerade, wie ich auf den Bus komme. Oh, was ist das denn für eine coole Waffe? Was ist das? Compound Crossbow. Ach, oh. Crossbow! Ich liebe Crossbow. Armbrust. Oh. Cool. Die sammel ich doch immer. Armbrust? Warte, jetzt habe ich keinen. Jetzt muss ich erstmal. Jetzt musst du sammeln. Platz machen, ja. Ja, die habe ich bei den anderen Infestations schon immer gesammelt, weil ich die total cool finde. Ja, die sind auch cool. Machen vor allem kein Geräusch. Praktischerweise ist diese Hubschraube hier genauso abgestürzt, dass das Heck abgebrochen ist, dass ich auf diesen Bus hier drauf kann. Und ohne Shotgun. Backpack ist voll, lol. Ja, ich auch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall demnächst wirklich in Richtung, wie nennt sich das nochmal? Was hab ich gesagt? Stadt? Wir sind in der Stadt. Siedlung halt, ne? Ja, die Siedlung. Safe Zone. Die Safe Zone, genau. Die Safe Zone. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Safe Zone. Dann war das doch gar nicht so dumm. Nee. Meat. Was machen wir eigentlich mit Meat? Kochen und essen. Meat? Ach, das kann ich essen. Dann esse ich das doch mal. Ich kriege jetzt keine Vergiftung. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht solltest du es nicht unbedingt roh essen.
Ich hab's schon so gegessen. Mir Und? geht's gut. Na dann. Oh, ich habe Leben dazu bekommen. Na, siehst du? Vielleicht war es ja gekochtes Meat. Nee, das sah sogar aus wie so eine Leber oder sowas. Total lecker. Magst du Leber auch so gerne? Gekocht mag ich die ja. Echt? Oh, Ja. ich finde die so widerlich. Meine Naja. Mutter hat die damals mal mit Apfelmus gegessen. Ja, ich kenne die mit Zwiebeln und mit Apfelmus, ja, genau. Boah. Widerlich. Ah, gibt Schlimmeres. Ja, wobei. Oh, schön, dass sie. Von wo kommt einer? Ach, da. Wo sind wir überhaupt? In der Ach, Stadt. immer noch auf der Straße. Naja, hat sich nichts geändert bisher. Oh Mist, der war daneben. Ist wahrscheinlich zu weit weg für mich. Ja, die Waffen sind halt nicht auf alle Entfernungen präzise. Ach, jetzt hab ich keine Munition mehr. Jetzt muss ich die erstmal auseinanderbauen. Man kann die tatsächlich zerlegen, die einzelnen Waffen, sagst Wie du? macht man das denn? Ja, aber Weiß ich ich habe da nicht. jetzt das Dings drauf getan. Weißt du, Weißt das du, kannst du Set einfach wieder runternehmen. Attachments? Schau mal hier gerade die. Es gibt nämlich auch ein Craft-Menü, aber ich weiß noch nicht wo. Non, non, non. Ach, man kann Jetzt habe übrigens ich sie da mit runter. N Nachtsicht einschalten, wenn man ein Nachtsichtgerät hat. Sehr cool. Und Ich mit bin K begeistert. könnte man craften. Set Skin? Keine Ahnung, weg damit. Equip. MP7. Set Attachments. Holograph Sight habe ich auch noch. Nehmen wir doch mal das. Ach, das ist das, okay. Das ist ja auch ganz nett. Ja, die Nachtsicht hat was. Ein Sieht man bisschen da echt was? grünlich, aber Okay. naja. Ist bei dir nicht grün? Ich habe keine Nachtsicht mehr. Ich habe jetzt Ach nur so einen so. anderen Helm. Okay, wir müssen da durch. Ja. Hier ist auch total unproblematisch. Ich probiere tatsächlich mal. Ich möchte mal so eine Rauchgranate ausprobieren, was Okay, da ich passiert. wollte gerade schießen. Okay, sehen. Ja, tatsächlich, Ah, jetzt die lockt die an, okay. locken alle Zombies an. Ja, Sogar von perfekt. etwas Dann weiter können wir weg. da einfach mal reinhalten. Von hinten, Achtung! Ah, jetzt hat er mich. Oh, wo ist er leer. denn? Hast du ihn gekillt? Ja. Gut. Ja, ne? Ja. Das hat mir das Leben gerettet, glaube ich. Aber jetzt habe ich nur noch Hosen an und Handschuhe. Oh je. Aber hier gibt es genug Painkillers. Die Das lassen stimmt. ordentlich was fallen. Das finde ich schön. Ja, vor allem auch Und Geld hier und ist sie hat noch Geld eine und Items Granate. und sowas droppen, ne? Oh, eine Granate, nehme ich mal. Granate, ich kann nichts mehr sagen. Ich schon. Aber ich bin auch so gut wie voll. Ich kann auch nur noch Items tragen, die sich stacken. Also alles, wovon ich schon mal was habe. Ja. Ja, war die Stadt dann doch nicht so groß wie erwartet, ne? Aber wir Nee. gehen sowieso in die richtige Richtung. Demnach passt das vollkommen. Also die sah tatsächlich, finde ich, auf der Map sehr viel größer aus. Ja. Ach, hinter dir. Oder vor dir. Gibt's ja nicht. Ist laut, die Anaconda, krasse. Damit weckt man ja Tote auf. Nein. Oder man bringt Tote damit wieder ins Grab. Man tut also eine gute Sache. Naja. Ach, guck mal, da kommen noch zwei. Oder die spielen Fang. Sieht auch so aus. Ah, ich habe keine Munition. Ich schon. Oh, irgendjemand schlägt Irgendetwas. mich Ja, gerade. Noch ein paar Bandagen. dich Achso, wie macht man denn entledigt. das? Musst du in dieses Schnellinventar legen und dann einfach. Ah! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Bitte.
geholfen. Mist, ich habe das jetzt nämlich gemacht, in der Hand gehabt und in der Zeit kamen hinter mir ein paar Zombies. Oder ja. Ein Zombie. Egal, hat ja gepasst. Ja, ich habe noch Hosen an. Immerhin habe ich noch Hosen an. Hast du noch? Weil du hast nee, ja jetzt habe ich keine mehr. Ey, warte mal, ich habe noch massig. Gib dir gern was davon ab. Ja. Achso, Painkillers habe ich auch noch. Nützen die auch was? Ja, die helfen auch gegen HP-Schaden. Okay. Painkillers, da habe ich auch nicht so viele. Nehme ich mal zwei. Achso, brauche ich gar nicht. Eins reicht. Ja. Heilen ganz gut, ja. Eins reicht. Da habe ich eine schicke Latzhose jetzt an und wunderschöne Handschuhe. Ich bin zum Glück nur kopflos. Das geht ja. Granate. Nehme ich mit. Da sind schon wieder welche. Oh, die hab ich getroffen. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war so extrem daneben eigentlich. Ja, weißt du wie? Ist da was drin? Kann man da reingehen? Was ist das? In den Laster? Nee, kann man nicht. Ein umgekippter Laster, aber da oben drauf ist was. Ja, da oben drauf ist irgendwie voll viel. Ach. Ja, ich bin jump-mäßig nicht so gut dabei. Nicht so gut, sagst du? Ich komm da nicht rauf. Das klappt nicht. Oh, ich glaube. Mit Anlauf. Ach, nee, ich schaff das nicht. Nee, ich glaube, das ist auch. Ja, da komme ich. Nee, oder? Ah, hochgebackt. Hochgebackt? Ja. Achtung, Zombie. Ja, die kommt aber nicht rüber. Die ist verwirrt und bleibt stehen. Nochmal. Halt, warte. Es war ein Zombie. Ein Zombie-Mädchen. Ein Zombie-Mädchen. So, jetzt muss ich auch schon anfangen, hier Sachen abzuwerfen, von denen ich glaube, dass sie eh nichts wert sind. Um andere wir Sachen. Wir müssen noch bis in die Berge kommen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Oh, ja, das werden wir nicht mehr schaffen, nehme ich an. Ach. Ich bin auch guter Dinge. Eigentlich sind die ja recht weit. Also nicht weit. Recht dicht, die Berge. Sehen ja. Sie aus. Per Nachtsicht zumindest. Aber echt ganz schön dunkel ohne Nachtsicht gesehen. Ja. Frag mich mal, wie es mir hier geht. Okay. Auf geht's. Jetzt aber. Wie triffst du überhaupt ohne Nachtsicht? Rechtsklick gedrückt halten, auf den Zombie zielen, abdrücken. Ja, es ist schon noch ein Stückchen. Na, das ist nicht der Punkt, wo wir hinwollen mit dem. Die Berge da hinten. Na, wobei. Nee, nur erstmal raus zumindest. Oh, ein Maschinengewehr, oder? Aus der Stadt. Moment. Abwerfen. Ach, was ist hier denn noch so Schönes? Das ist eine Feuerwache oder so. Kompakt Scope. Riffle. Rifle Clip. Ah, Riffle kann ich noch nehmen. Ach, hier liegen so viele Waffen. Ich will alles looten. Kann nichts Berserk. Mitnehmen. Backpack ist full. Sonnenmist, ey. Was habe ich denn noch, was ich hier abwerfen kann? Antibiotika brauche ich. Jede Menge Munition gedöns. Bananen könnte ich mal essen. Ja. So. Dann kann ich die Berserk noch mitnehmen. Und das kann ich auch schon nicht mehr mitnehmen. Alles voll. Aber komplett voll. Habe ich jetzt nicht dieses komische Maschinengewehr eben, was da lag, mitgenommen? Weiß nicht, du wolltest doch unbedingt das Maschinengewehr hier haben. Ja, aber ich finde es nicht mehr. Na, dann hast du es mitgenommen. Ich find's nicht mehr. Das lag hier. Ja. Genau hier. Ich hab's auch eingesteckt. Aber jetzt find ich's nicht mehr. Ach so. Ach, da ist es. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Aber was hier sah, ist Wasser, ne? Ich hab kein Wasser oder sowas. Ich hab einen Liter. Kokonusswasser habe ich. Das muss ich mal trinken. Dann hab ich wieder ein bisschen Platz. Dann geht's mir wieder voll gut, aber das war's dann. Okay, da müssen wir noch durch, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich hab noch 9 Schuss. Daneben. Ich nehme mal die Leute weg sind.
Ja, weil du siehst besser als ich. Und versuche zu treffen, aber da muss man ja echt ganz genau treffen, damit man den überhaupt trifft. Wie gesagt, die Waffen sind auf große Entfernungen dann auch nicht mehr so präzise. Also habe ich wirklich, muss ich genau den... Oh. Ein Polizist. Mit meiner letzten Pistole, Dings geschockt. Ich habe keine Munition mehr. Ich müsste die Waffen wechseln. Das ist jetzt so. Holy. Na komm, geh raus da. So, jetzt habe ich wieder Munition. Und das ist schon alles erledigt, sehr schön. Ja, das Geballer war ich. Oh, ihr Lieben, was ich Items rum. Ah, so was Blödes. Aber da sind echt gute Waffen in den ganzen Kisten immer. Auf jeden Fall. Schade. Nee, ich muss aber... Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr einpacken. So, Unload. Und Set Attachments. Alles wegmachen. Zack, zack, wegwerfen. Alles weg. Ach, guck mal, jetzt habe ich noch eine Honey. Eine Honey Badger. Badger. Ein Honig. Fällt mein Name Honigtopf. Nee, Badger ist, ja. Ganz genau. Thunfisch ist hier, kann ich nicht mitnehmen. Tuna. Kennst du nicht? Ein Honig? Ein Dachs? Nee, auch nicht. Ja, Dachse? Nee, ist aber. Nee. Wer mag denn Honig? Wie heißt denn das nochmal? Das sieht doch genauso aus wie so ein Dachs. Keine Ahnung. Doch, ein Dachs. Badger ist ein Dachs. Hier ist irgendwo ein... Was ist denn das für ein Item? Ist das eine Kiste? Ach, eine Kiste im Auto! Ach, okay. Und wieder über die Brücke. Nee, ist gar keine Brücke. So, mal gucken, wo geht's denn hier lang? Onion Avenue, Mape Town, Paradise Road, Cruisenburg. Oh, ich will nach Cruisenburg. Cruisenburg. Symbol. Ja, wir müssen einfach mal geradeaus, oder? Einfach nur die Maymore. Straße lang. Was ist das? Gulf Move Burn. Kann ich gar nicht entziffern. Ja, Paradiesstraße klingt doch auch total supi. Ach, da sind schon wieder so viele Zombies. Egal. Da oben. Ich bräuchte auch mal Pfeile, also wenn du Pfeile findest. Nee, habe ich gerade keine Auflage. Pfeile wären mal super. Oh, tatsächlich ist es wieder hell. Oh, die ist aber still. Das ist ja cool. Oh, ich mag die Honey. Cool. Aber da muss man auch genau zielen. Aua! Ach, du schreckst wieder alle Zombies hier auf. Entschuldigung. Wir müssen sie wahrscheinlich eh alle töten. Aber ich kann schlecht mit dir zielen, muss ich sagen. Mit ihr so. Naja, ein bisschen geht's doch. Woodshield! Kann ich das noch mitnehmen? Nee. Naja, brauchen wir nicht. Backpack is full. Eine Menge Riot Shields liegen hier rum, ne? Man könnte im Prinzip die Brücke hier verbarrikadieren. Wenn wir Platz im Inventar halten können. Zombie? Ah, bestimmt wieder unten. Okay. Mit einem Wasser wenn oder Platz so. Platz im Inventar halten, könnten wir die mitnehmen und dann unsere eventuelle Basis damit abschirmen. Ja, das wäre natürlich super. Mist, aber dafür müssen wir erst wieder zurück und das Inventar leeren. Yep. Ja, wir sind jetzt eh auf dem Weg zum Survivalist Outpost. Genau. Und bis zum nächsten Mal finden wir dann auch raus, wie man Dinge baut, wie man sich eine Basis craftet. Oh ja, dann machen wir eine ganz schicke Basis. Vielleicht gibt's aber das noch gar nicht, weil das Craft-Menü sollte man angeblich ja mit K öffnen können. Ja, und das geht nicht. Ja, vielleicht kann man doch einfach in der Wildnis nichts craften. Ich hänge. Hm, das könnte natürlich auch sein, dass man nur in der Stadt oder oh, was... Oh fuck, ich glaube, ich bin screwed. Ich bin die Brücke runtergefallen. Ah, nee. Oh. Ich bin hier in so einem Brückenschlitz. Ich bin jetzt neben. Lauf einfach weiter geradeaus, wir treffen uns dann am Ufer. Siehst okay. Mich an der Seite, ne? Ja, ich bin hier runtergefallen. Das Coole ist, dass man schneller schwimmt, als man rennt. Aber es sieht noch witziger aus, das schnelle Schwimmen. Zack, zack, zack.
Aber mit welcher Geradlinigkeit der schwimmt. Kein Millimeter Abweichung. Wie ein Profi. Ja, so richtig zack, 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 zack. Kaum Müdigkeitserscheinungen dann. Gar nichts. Stresst überhaupt nicht. Vielleicht sollten wir mehr schwimmtechnisch unterwegs sein. Das wäre ja nochmal eine Idee. Den Fluss einfach komplett lang zu schwimmen. Ja. Den Fluss einmal lang bis zu Frosty Pines. Frosty Pines zu Crystal Lake. Frosty heißt das? Frosty Pines, ja. Und dann einfach in die Basis laufen. Aber da ist so wenig los. Da müssen wir uns viel unterhalten auf dem Weg. Ja, das können wir ja machen. Aber wenn man rückwärts schwimmt, macht er auch Rückenschwimmen. Echt? Ja, paddelt dann rückwärts. Cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ich sehe dich schwimmen. Das ist gut. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass im alten Infestation überhaupt irgendwas mit Schwimmen und so ging. Ja doch, das ging auch mit Schwimmen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das war auch nicht so besonders prickelnd. Zumindest nicht so mega schnell. Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht erinnere ich mich nicht mehr richtig daran. Gut möglich, ist schon ewig her. Weil ich glaube, ja, wir sind auch nicht wirklich viel geschwommen oder so. Richtig. Wir sind auch nicht wirklich viel vorangekommen. Nee, stimmt. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit immer gemacht bei Infestation? Frag mich nicht. Wir sind auf jeden Fall ab und zu mal verreckt. Stimmt, ja. Ja, sind wir heute fast auf. Also ich zumindest. Ja. Das war echt knapp. Aber hier ist es halt... Wenn man schon Sandalen anhat. Oh ja, dann ist es tatsächlich knapp. So, was wolltest du sagen? Ist es Tag eigentlich? Ich habe immer noch das Nachtsichtgerät an. Ja, es wird, langsam taglich. Es wird Tag, okay. Schön, der Sonnenaufgang. Wo ist denn die Sonne? Geradeaus, würde ich sagen. Ne? Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, die müsste ja hinter uns sein eigentlich, weil wir ja in Richtung Westen laufen. Die Sonne geht im Osten auf. Na, ja, genau, dann im Westen nimmt sie ihren Lauf. Naja, im Westen ist sie weg und im Osten geht sie auf. Ganz einfach. Im Norden ist sie nie zu sehen. Das stimmt. Ich versuche halt den Spruch zusammenzukriegen. Ich habe das immer nur mit im Westen weg, im Osten auf. Also. Wo geht sie auf? Im Osten. Ja, mit dem Westen. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So war das. Hast du wieder mal einen Merksatz aus der dritten Klasse? Hast du dich dran? Ja, ganz genau. Scheiße, 25 Jahre her, aber alles läuft. Perfekt. Ja. Der hat sich eingebrannt. Total schwerer Satz. Ja, hier ist dann. Was gibt's denn noch so für Sätze? Das finde ich irgendwie total interessant, was es so alles von früher so gibt. Fischers Fritz frischt Fische. Oh ja, das war ja auch was. Ich weiß nicht, das war irgendwie total innen bei uns, diese ganzen Zungenbrecher. Bei uns auch. Ist wahrscheinlich, wiederholt sich wahrscheinlich immer von Jahr zu Jahr dieselben Schüler. Wird bundesweit gewesen sein, nehme ich an. Ja, glaube ich auch. Das fand ich super. Da hatte ich sogar früher solche kleinen Büchlein, echt? Wo die ganzen Zungenbrecher drin waren, ja. Fand ich super. Ich hatte nur ein Poesiealbum, wo meine ganze Klassenkameraden unten geschrieben haben. Ja, das hatte, glaube ich, auch jeder. Das muss sein. Das war einfach so ein 90er-Ding. Ja, aber das ist, heutzutage haben die auch Poesiealben und so. Ja. Ist immer noch ein Ding? Ja, das ist immer noch voll aktuell. Cool. Zumindest so, wie ich das alles gehört habe, zu Freundinnen von mir, die schon Kinder haben. Da haben die auch Poesiealben. Coole Sache. Hat sich das echt durchgesetzt, ne? Das sind wahrscheinlich Sachen, die sterben nie aus. Ich habe auch nicht so viel Kontakt zu irgendwelchen Schulkindern, was einerseits gar nicht so schlecht ist. Das kommt vielleicht noch. Ja, wird schon ein paar Jährchen dauern. So, wo sind wir denn jetzt? Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Wir sind fast ab. Oh, das ist ja noch, boah, ein ganz schön weites Stück. Nee, schau mal, wie wir losgelaufen. Ja, okay, wir haben gleich die Hälfte. Die Hälfte? Bei mir ist es noch nicht mal die Hälfte. Weil wir wo wir losgelaufen sind, so, ja. Von Boulder City sind wir ja los und wir müssen zum Survivalist Outpost. Ich glaube aber, dass da auf dem Weg nichts mehr los sein wird, ne? Das geht einfach nur, das können wir eigentlich auch skippen. Ja, wir müssten eigentlich sowieso einen Cut machen. Ja. Können wir in der nächsten Folge ja direkt im Survivalist Outpost starten und von da aus unser neues Quest Richtung Frosty Pines starten. Ja, da bin ich auch für. Finde ich eine sehr gute Idee. Dann haben wir jetzt hier einen schönen Berg erreicht. Mhm. Wo man nochmal schön den Sonnenaufgang ohne Sonne
sehen kann. Den sonnenfreien Sonnenaufgang, ja, tatsächlich. Genau. Tatsächlich, es gibt keine Perfekt. Sonne hier, ne? Es ist einfach nur ja. aus einer Lichtquelle Mond, beleuchtet. Aber, genau. Oder der ist noch hinterm Berg, aber das wäre auch sehr unrealistisch, weil, naja, egal. Wie dem auch Wir nehmen sein. Das einfach mal so hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Ja. Bis dann. Also bis später. Und auf Wiedersehen. Tschüss.